Mein liebstes Fortbewegungsmittel. Ich gehe tatsächlich gern zu Fuß, gerne auch vertikal, Berge hoch, Berge runter. Ansonsten könnte es bald ein neues Lieblingsfortbewegungsmittel geben. Mein Sohn, ältester Sohn, macht gerade einen Segelflugschein und wenn er mich mal mitnimmt, könnte ich mir vorstellen, dass ich daran sehr großen Gefallen finde, an der Fortbewegung. Wobei meine Frau noch nicht ganz entschlossen ist, ob sie ihren Mann und ihren Sohn in einem Segelflugzeug sehen möchte. Und da reden wir noch drüber gerade. Mein erstes Auto war ein... Gab es eigentlich nicht in dem Sinne, dass ein Auto auf mich zugelassen worden wäre. Das ist nämlich nie der Fall gewesen. Es gab noch nie ein Auto, was auf meinen Namen zugelassen wurde. Ich bin immer mit Autos von anderen Menschen gefahren, also zum Beispiel mit dem von meiner Frau. Das erste, mit dem ich aber regelmäßig fahren durfte, war der weiße Ford Fiesta meiner Mutter. Und der leider immer bei jeder Pfütze sofort sehr dreckig aussah. Ein Auto ohne Lenkrad ist für mich... Irgendwie die logische Nachfolge von einem Auto mit Lenkrad. Ich glaube, da wird es auf jeden Fall hingehen. Da müsste natürlich die künstliche Intelligenz beim autonomen Fahren noch irgendwann schaffen, den unberechenbaren Fußgänger am Straßenrand irgendwie mit abzubilden. Oder aber das Auto ohne Lenkrad fährt dann nur noch auf Straßen, wo keine Fußgänger am Rand möglich sind, also Autobahnen zum Beispiel. Aber ein Auto ohne Lenkrad ist für mich immer noch ein Auto und eine logische Konsequenz. Mit Elon Musk würde ich sehr gerne mal in sein Geburtsland Südafrika fahren und ihn dazu bewegen, dass er diesem wunderschönen Land, von dessen System, der Apartheid-System, er als Jugendlicher ja auch profitiert hat, solange er da gelebt hat als Weißer, dass er diesem Land irgendwie mit seinem Status und seinem Vermögen in eine bessere Zukunft verhilft. Wahrscheinlich tut er da schon viel, weiß ich nicht, aber das fände ich jedenfalls toll. Ansonsten würde ich mit Elon Musk gerne eine Hyperloop-Fahrt machen. Vielleicht von Nürnberg nach Fürth, die erste deutsche Hyperloop-Strecke, wenn es die dann gibt. Das wären nicht zwei Sachen, die ich gerne mit Elon Musk machen würde. Die größte Entfernung, die ich je zurückgelegt habe. Ich weiß nicht, ob die in Kilometern so groß war, aber ich bin mal in jungen Jahren in Nepal getrackt von Taplejung nach Lonak in Ostnepal. Das ist der Kanchenjunga-Track. Das hat 3 Wochen gedauert. Das waren wahrscheinlich nur wenige Kilometer, aber es waren sehr, sehr viele Höhenmeter. Das war vielleicht die größte Entfernung. Ansonsten rein geografisch war wahrscheinlich Australien die größte Entfernung, wie wahrscheinlich für die meisten von uns irgendwie Australien, Neuseeland oder Japan die größte Entfernung. Auf den Mond schießen würde ich... Alexander Gerst, denn das wünscht er sich sehr und das hat er sehr verdient nach zwei erfolgreichen Missionen auf der ISS, eine als Kommandant, also der würde wahrscheinlich sehr gerne bei der ESA-Mission zum Mond eine Hauptrolle spielen, das ist auch ja nicht ausgeschlossen, also das würde ich ihm gönnen. Wenn die Frage eher darauf abzielt, wen ich auf den Mond schießen würde, weil ich ihn oder sie nicht mag, dann würde ich sagen, ohne einen Namen zu nennen, ich würde gerne auf den Mond schießen, manchmal Wissenschaftler, Politiker oder Funktionäre, Verbandsfunktionäre, die wieder besseres Wissen Dinge sagen, die auch bei wohlwollendster Betrachtung nicht im Interpretationsspielraum sind, sondern einfach falsch sind. Und ich finde, es ist eben besonders schlimm, wenn Leute so wieder besseres Wissen handeln, weil sie irgendwas verschleiern oder Interessen vertreten. Das kommt einem ja doch im Beruf manchmal vor, mir in letzter Zeit auch öfters. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Bevor ich sterbe, möchte ich... Was alle möchten, die Kinder haben, noch mitkriegen, dass die Kinder was Tolles machen, was sie glücklich macht. Aber das ist nicht so wahnsinnig originell. Also vielleicht was Erreichbares, was ich noch vor meinem Tod gerne machen würde, was ich bestimmt auch noch mache. Ich gehe gerne Bergsteigen, nicht extrem, nicht mit großen Kletterfähigkeiten, aber ich würde gerne noch mal was machen, was nicht Alpen ist. Himalaya oder Anden ist mir zu hoch, ist dann zu ungesund. Ich will nicht auf 7000 Meter, aber sowas in Kaukasus oder in Georgien, den Kasbek. Solche Berge würde ich gerne noch mal besteigen. Das muss ich aber weit vor meinem Tod machen, weil kurz vor meinem Tod bin ich wahrscheinlich nicht mehr fähig dazu. Das muss ich dann bald demnächst mal machen. Aber ist auch kein Wunsch, den man sich gar nicht erfüllen kann. Das muss man nur mal machen. Turi 2 Edition. Inspiration für Meinungsmacherinnen.